Ja, dritter Tag unserer Sommertour. Conny Lüdemann und ich sind heute in der Börde unterwegs. Wir sind hier bei einem Projekt des NABU auf einer Streuobstwiese. Streuobstwiesen zeichnen sich dadurch aus, dass die Bäume wirklich verstreut stehen. Wenn in Sachsen-Anhalt 20 Bäume in einem Zusammenhang erkennbar stehen, dann spricht man hier von einer Streuobstwiese. Und der besondere Wert bei Streuobstwiesen ist, dass man eine unglaubliche Vielfalt hat, dass die Bäume auch im Hochstamm sind, im Mittelstamm. Die Bäume werden alt. Sie bieten dann auch, wenn sie sehr alt werden und Totholz bilden, auch vielen Insekten und Tieren Unterschlupf. Und hier finden also wirklich ganz, ganz viele Tiere auch Nahrung. Und es ist wichtig, dass diese Streuobstwiesen auch gepflegt werden. Und das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, das haben wir heute gelernt. Also da ist viel Arbeitskraft auch erforderlich. Und wir denken, das muss weiter gefördert werden und stehen auch dazu.